In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben, ich vlogge direkt weiter. Ihr habt ja gesehen, mein Auge ist dick geworden. Ja, daran ist jetzt auch nichts mehr zu ändern. Mal schauen, wie dann das weggeht. Ich habe jetzt Frühstück vorbereitet. Letztens wollte nämlich jemand sehen, was wir so frühstücken. Ich habe, ich trinke jetzt meinen Latte Macchiato mit Vanillegeschmack und habe uns zwei Toastbrote gemacht. Ja, und ich habe zwei Toastbrote gemacht auf jeden Fall für Lina und mich. Einmal mit Frischkäse und Salami und ein Brot mit Frischkäse und Marmelade. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir muss es erstmal herzhaft sein und danach was Süßes. Ja, und die Wohnung sieht da wieder aus wie Sau. Ich habe gestern die komplette Wohnung sauber gemacht und siehe da, heute Morgen hat Lina wieder alles auseinandergenommen. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal frühstücken, danach gehe ich einmal duschen und dann müsste unsere HelloFresh-Box auch gleich ankommen. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold, so selfless to all. And while I can't anymore, ich habe gerade die Küche aufgeräumt, das Bad aufgefüllt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen. Ey, ich wusste gar nicht, dass es so schwer ist, duschen zu gehen, wenn du zwei Kinder hast. Vor allem alleine kannst du sowieso nicht, wenn der Mann nicht da ist, weil man halt Angst hat, dass was passieren könnte. Auch wenn ich jetzt Lina zu 100% vertraue, einem Kind kann jederzeit irgendwas passieren. Ich kann stolpern oder sonst was, oder wisst ihr, ich meine? Lina liegt jetzt auf jeden Fall in ihrer Schaukel, ist am Schaukeln. Ich habe gestern Nacht vergessen, die Pille einzunehmen. Die habe ich dann eben eingenommen, also nachdem ich aufgestanden bin. Ich hoffe, die wirkt trotzdem. Es waren nämlich genau 12 Stunden. Also gestern Abend habe ich das vergessen, weil wir halt mit Freunden waren. Wir waren so vertieft. Ja, wir bekommen jetzt auch zwei Pakete, deswegen kann ich noch nicht ins Bad. Ich muss jetzt auf Order warten, das ist kurz bei der Tankstelle. Und wir haben gestern total viele Tabletten für meine Schwiegereltern gekauft. Ihr wisst ja, dass wir immer Tabletten dahin schicken. Also Schmerztabletten und so, ne? Genau. Deswegen holt er die kurz hoch und dann kann ich auch baden. Weil nicht, dass der DHL-Bote kommt, klingelt und keiner macht die Tür auf. Das wäre dann nicht so schön. So, unsere HelloFresh-Box ist gerade angekommen. Ich zeige euch erstmal die Rezepte und dann nehme ich euch mit beim Kochen. Und zwar haben wir einmal Hähnchenbrustfilet mit Erdnusssoße. Das ist Kitzit. Ich glaube, die Kinder fahren voll drauf ab. Und hier ist dann wieder die Beschreibung, wie alles gekocht wird und die Zutaten. Dann haben wir hier einfache Halloumi-Tacos mit Zitronendip, Salat und Kiwi, Gemüsesalsa. Ja. Easy Alltag. Was ist der Moko? Das ist innerhalb von 20 Minuten fertig. Und hier ist dann auch wieder die Zubereitung. Und hier, was für Order, Fisch. Das ist zitroniges Tilapia Fischfilet, habe ich noch nie gehört. Dazu Kartoffelsalat mit Gurken und Radieschen. Und hier ist auch noch die Zubereitung. Also dieser Kartoffelsalat sieht echt lecker aus. Was sollen wir denn kochen morgen, Schatz? Hähnchen oder Dingens? Weiß ich nicht, gucken wir. Fisch. Und hier sind wieder mal die Zutaten, alles nach der Farbe verpackt. Und hier haben wir das Fleisch und die kalten Sachen. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt einkaufen. Voll viele haben mich gefragt wegen der Pille.
welche Pille ich denn jetzt nehme. Ich habe auch sehr viele privat eingeschrieben, weil die sich nicht getraut haben, unter dem Video zu kommentieren. Leute, das ist das Normalste der Welt. Und ich kann nur sagen, Pille von mir heißt Jubrele, 75 Mikrogramm. Und ja, das ist jetzt mein zweiter Tag gewesen gestern. Muss ich das dann wieder nehmen? Ich habe jetzt den Wecker gestellt, weil ich mir selbst nicht traue. Und das muss man mir durchgehend nehmen. Ich hoffe natürlich, dass ich keine Blutung dadurch bekomme, weil ich weiß, dass viele Frauen an starken Blutungen leiden. Ich gehe jetzt mit Lea runter. Lea liegt schon hier. Und wir gehen jetzt zu Papa und Lina runter. Später kriegen wir Besuch. Bis gleich. So, wir sind gerade eben nach Hause gekommen. Haben ein paar Sachen gekauft. Haben jetzt auch den Tisch gedeckt. Ja. So sieht's aus. Oh, der ist fleißig am Aufräumen hier. Lina sitzt da, guckt Elsa. Nein, nein, Lina. Und jetzt warten wir noch auf unseren Besuch, der in 20 Minuten eintreten sollte. Angeblich sollte Lina duschen. Nachdem der Besuch weg war, deswegen wollten wir jetzt zusammen mit euch kochen. Wir machen jetzt auf jeden Fall strohliges Tilapia-Fischfilet, dazu Kartoffelsalat mit Gurken und Radieschen. Das sieht dann so aus. Ich fange jetzt auch direkt mit dem Kartoffelsalat an und befolge die einzelnen Schritte und nehme euch dabei mit. Supposed to feel incredible.
Was denn machen? So, wir sind gerade am Essen. Und Leute, ich habe den Fisch noch nicht probiert, aber der Salat ist der Hammer. Ne? Und Audel mag eigentlich keinen Kartoffelsalat. Aber ehrlich, die ist gut. Und Lina mag den auch. Und jetzt der Fisch dran. Aber ganz ehrlich, Fisch schmeckt auch gut. Echt? Mhm. Also ich esse eigentlich gar keinen Fisch, wisst ihr ja. Tu mal bitte ein bisschen mehr Zitronensaft drauf. Ganz bisschen. Hm, ehrlich, ich esse nie Fisch, außer Fischstäbchen, das ist auch nicht mehr, ne? Aber das schmeckt echt gut. Lina, lecker. Ja. Das ist gesund, ess das. Fisch. Ah, Fisch. Aber du hast das doch gerade gegessen. Ja, Papa. Ja, Papa. So, wir essen jetzt schnell weiter, weil wir müssen Pampas kaufen. Also, ist okay, ist okay. So, bevor wir jetzt gehen, wollte ich euch zeigen, was wir für die Familie in Irak gekauft haben. Also an Tabletten und so. Das war einmal Aspirin Plus. Die 40er Packung, davon kaufen wir aber noch eins, wir wollten jetzt nicht alles auf einmal kaufen. Dann 5x Paracetamol, 500 Milligramm, davon kaufen wir auch noch 5 Packungen. Dann diese Dulcolax-Dragés, fördern die Eigenbewegung des Dickdarms und lösen so die Verstopfung. Da sind 20 Stück drin. Und Magnesium ganz viel. Nein, Schatz, das ist für Opa. Opa? Ja, Kopfschmerzen hat Opa. Dann haben wir noch 12 davon mitgenommen, das Magnesium. Aber 2 gehören uns. Schatz, Magnesium, 2 Stück gehören uns, ne? Der hört mich nicht. Heute hört er mich irgendwie nicht. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hä? 2 Stück gehören uns, ne? 2 Stück gehören uns, ne? Magnesium. Aber isst du das? Na, muss ich. Ja. Natürlich. So, das schicken wir dann, denke ich mal, Anfang nächsten Monat. Nein, das ist für Anne. Was ist denn? Für Anne. Öl. Das ist kein Öl, Schatz, das ist Ilatsch. Wie war der gleich? Ja. Das ist Stöpfen, ja. Das ist nichts für dich, das ist Adja. Ja, Adja. Ja. So, Adja und Lina sind schon runtergefahren mit dem Aufzug. Ja, ich habe Lina jetzt in ihren Wagen gepackt. Wir fahren das erste Mal mit dem Aufsatz jetzt. Ich habe das auch direkt verschönert hier. Mit ihrer Namenskette. Aber ich habe es halt, Hauptsache ich habe das falsch rum aufgehangen. Das ist wieder mal typisch ML, ne? Lina schläft drin. Ich habe jetzt auch nicht so eine dicke Decke genommen, weil unter ihr ist eine Decke und sie hat auch ihren Overall an. Overall. So, wir haben jetzt gut gegessen. Das Essen war super, 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 super lecker. Ihr wisst, ich liebe HelloFresh, aber dieses Rezept hat diesmal wirklich einiges getoppt. Ich habe niemals damit gerechnet, dass ein Kartoffelsalat so lecker schmecken kann. Also Mamas Kartoffelsalat ist hingegen nichts. Ich hoffe, meine Mutter schaut das jetzt nicht. Genau, wir fahren jetzt auf jeden Fall los und melden uns dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir müssen nämlich für die Pampas kaufen. Wir waren gerade einkaufen und wir haben zweimal diese Aptamil-Pre-Nahrung mitgenommen. Weil man weiß ja nie. Zur Sicherheit haben wir das lieber zu Hause. Dann
zwei Spülungen für mich von Isana. Einmal für Auge Duschgel. Zwei Packungen Pampers. Was denn, Schatz? Mensch, ach so, aber war das nicht gekauft? Das war kaputt. Das ist selber rausgelaufen. Und zwei Packungen Erdbeeren. Das war's. Jörg, an dem Arm mal bitte. So, ihr Lieben, ich habe jetzt versucht, Lina schlafen zu nehmen. Und in der Zeit ist Lia unruhig geworden. Deswegen habe ich jetzt gesagt, Audrey soll Lina schlafen legen. Und ich habe jetzt Lia gestillt. Sie schläft. Lina ist immer noch wach. Das ist normal. Und meine Lippe ist voll blau, oder? Boah, meine Lippen sind so trocken. Das ist nicht normal. Da hilft nur noch Labello. Ich habe übrigens die Nägel abgemacht. Ich habe mich umentschlossen. Ich denke mir, ich lasse jetzt einfach so wachsen. Und ja. Ist auch nicht gut, wenn man die ganze Zeit diese Nägel drauf hat. Genau. Was ich euch noch sagen wollte. Es kommt immer noch die Frage wegen der HelloFresh-Box, ob man die 30% auf die erste und zweite Box verwenden darf, auch wenn das jetzt eine Obstbox ist. Eine Obstbox und eine Probierbox geht leider nicht. Deswegen immer entweder eine Classic-Box, es gibt Thermoboxen, es gibt Veggie-Boxen. Wir hatten dieses Mal die Classic-Box, da ist auch Fleisch dabei. Und wenn da jetzt Schweinefleisch dabei ist oder ihr sagt, ich mag dieses oder dieses Gericht nicht, da gibt es mehrere Gerichte und ihr könnt sagen, ich will dieses Gericht mit diesem Gericht tauschen. Also das geht. Genau, die haben auch eine App. Die könnt ihr euch auch runterladen. Die habe ich nämlich auch. Da könnt ihr immer schauen, was zum Beispiel nächste Woche oder übernächste Woche, ich glaube bis zu 2-3 Wochen, kann man schauen, was es in der nächsten Woche gibt. Und wir haben hier immer noch den Salat. Der Fisch ist leer und der Kartoffelsalat hat mir so gut geschmeckt. Ich habe den natürlich nicht weggeschmissen. Ich habe auch wieder gesagt, ich esse den später, wenn ich Hunger bekomme. Und der schmeckt wirklich besser als der von meiner Mama. Ja. Ich werde den auf jeden Fall nachmachen. Aber dann beim nächsten Mal kommen Erbsen mit rein, glaube ich. Also irgendwas muss noch mit rein, dass er so deftig ist. Ja, ich habe meinen Schrank ausgemistet. Da ist eine Tüte dabei rausgekommen. Ja, Audrey hat heute auch eine Bestellung bekommen. Mal schauen, wenn Lina schläft, schauen wir uns das mal an. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Lina schläft halt in ihrer Schaukel. Und ich warte auf Audrey. Mal schauen, wann Lina einschläft. Übrigens ist Lia momentan in einem Schub. Ich habe hier damals bei Lina schon diese App runtergeladen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Oh je, ich wachse. Und hier steht dann Lia noch 10 Tage bis zum Ende des Sprungs. Dann ist hier so ein Diagramm und da steht dann, wann dein Kind einen Sprung hat. Ja. Lia ist jetzt, glaube ich, fast mittendrin. Sie ist aber okay. Noch okay. Ich hoffe, das hört ganz schnell auf. Sie muss auch gleich duschen, dann kommt sie ein bisschen runter. Natürlich, wenn sie aufwacht. Wenn sie jetzt nicht mehr aufwacht, dann lasse ich sie. Wir haben nämlich schon 9.10 Uhr und Lina müsste schon längst schlafen. Ich werde ab Montag übrigens Terror machen bei der Stadt Köln. Damit wir einen Kindergartenplatz bekommen, ist mir scheißegal. Mein Kind muss langsam in den Kindergarten, weil das wird ihr gut tun und uns auch. Die Arme, die dreht durch zu Hause. Ich merke das total. Also sie hört mittlerweile auch nicht mehr ganz doll. Also wenn du sagst nein, dann macht sie das trotzdem. Ich weiß, jedes Kind hat so eine Phase, aber ich merke das. Lina braucht das. Lina braucht irgendwas, wo sie sich auspowern kann, wenn sie nach Hause kommt, dass sie danach kaputt ist und sie braucht das einfach. Jedes Kind braucht das. Und zu Hause kannst du halt nicht so viel anstellen und machen wie
im Kindergarten. Da hast du Freunde, da hast du Unterhaltung. Und ich kann mich natürlich auch nicht wie früher um Lena kümmern. Wir haben heute 2 Stunden lang gebastelt, aber sie ist die ganze Zeit hin und her gelaufen, ist ab und zu mal zum Kleben gekommen. Wenn ich mit irgendwas beschäftigt bin und mit ihr spiele, dann ist es so bei ihr, dass sie 2 Minuten später aufsteht, woanders hingeht und dann sage ich, Lena, ich räume das jetzt auf. Und dann sagt sie, nein. Oh Mann, obwohl sie nicht mit mir mitspielt. Und wenn ich dann sage, nee, ich habe jetzt keine Lust, dann heult sie. Kinder sind echt schwer manchmal. Also Lena ist momentan auch in so einer Phase. Ich kann sie aber auch verstehen. Wir sind zu Hause, bei der Kälte gehst du nur im schlimmsten Notfall raus, wenn du einkaufen musst oder so. Und ja, mit Lia ist es halt jetzt ein bisschen schwieriger. Was macht ihr denn zu Hause mit den Kindern? Ich weiß nicht, was ich mit ihr machen kann, außer Knete spielen, Legos. Legos liebt sie über alles. Ich weiß nicht, was ich noch machen könnte. Naja. Ich hoffe mal, dass Lina jetzt bald schläft. Und ich räume jetzt hier ein bisschen auf, bevor wir schlafen gehen. So, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, muss jetzt noch ein paar E-Mails beantworten und dann ist ein bisschen da. Ich wollte mich gerade verabschieden. Ist eingeschlafen. Ich habe schon erzählt, dass Lena anstrengender geworden ist ein bisschen. Ja, mal schauen, ob wir das Video drehen können heute. Ja. Meinst du, können wir das Video drehen? Ich weiß, was ich schon wohl denn. War ja klar. Naja, ich verabschiede mich jetzt von euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.